Hashimoto-Thyreoiditis ist eine Autoimmunerkrankung. Autoimmunerkrankung bedeutet, dass sich körpereigene Zellen gegen die Schilddrüse wenden und es kommt früher oder später zum Auftreten einer Funktionsstörung. Also die Schilddrüse schafft es nicht mehr, ihr Hormon in ausreichender Menge zu produzieren. Es ist quasi eine fehlgeleitete Immunantwort. Die Helferzellen spielen da eine große Rolle und Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Die Ursachen einer Hashimoto-Thyreoiditis sind einerseits genetisch, also immunregulatorische und Schilddrüsengene spielen da eine Rolle, aber auch existenzielle Faktoren, wie zum Beispiel das Alter oder eben auch das Geschlecht. Deswegen sind Frauen häufiger betroffen, weil es eben durch diese Zyklus, also hormonellen Schwankungen bei Frauen, durch den monatlichen Zyklus oder dann später auch Mehrbedarf, Schwangerschaft, Geburt, doch eine deutliche Veränderung bewirkt im gesamten Körper und auch das Phasen sind, wo es gestört oder sehr häufig zu einer gestörten Funktion kommen kann. Wie zum Beispiel Rauchen, dann Stress spielt eine Rolle, mehr bei einer Überfunktion, weniger bei Hashimoto anscheinend, aber auch diverse Medikamente, Infektionen wird diskutiert, aber auch ganz wichtig Vitamine und Spurenelemente, allen voran Jod, das ja ein wesentliches Spurenelement für die Schilddrüse darstellt, zusätzlich aber auch Vitamin D, Eisen, Vitamin B, Coenzym Q oder auch Omega-3-Fettsäuren. Also bei einer Hashimoto-Thyreoiditis ist es natürlich ganz wichtig, in erster Linie genau zu hinterfragen, welche Beschwerden hat der Patient. Es gibt typische Beschwerden. Wenn schon eine ausgeprägte Funktionsstörung vorliegt, dann kommt es zu zum Beispiel Depression oder Gewichtszunahme oder Müdigkeit, chronische Müdigkeit ist ein Thema. Oder auch Zyklusstörungen, daran sollte man denken. Außerdem treten diese Erkrankungen doch gehäuft in der Familie vor, sodass man auch daran denken sollte, gibt es mehrere oder hinterfragen sollte, gibt es mehrere Angehörige, die bereits eine Störung der Schilddrüse aufweisen. Ein wichtiger Test ist dann natürlich eine Laboranalyse. Also eine Funktionsstörung kann man über das Blut feststellen. Da gibt es einen Screening-Parameter, das DSH. Wenn das DSH bei diesem Screening im Normbereich ist, kann man davon ausgehen, dass zumindest keine grobe Störung vorliegt. Aber es gibt noch genauere Werte. Man kann die Schilddrüsenhormone selbst im Blut auch messen. Das sind das D3 und das D4, die dann einen genaueren Hinweis liefern, ist die Störung vielleicht nur grenzwertig oder ausgeprägt und die Antikörper, die diese Erkrankung verursachen, auch die kann man im Blut nachweisen. Das sind die DAC und die DPO, also die wären dann quasi beweisend für diese Erkrankung von der Blutanalyse her. Ganz wichtig ist aber auch, dass man dann daran denkt, wie schaut die Schilddrüse aus. Bei so einer Hashimoto-Thyreoiditis gibt es unterschiedliche Formen. Einerseits kann sie das ganze Organ vergrößern, es könnte sich aber auch verkleinern. Und es sind bei dieser Erkrankung nicht alle Areale der Schilddrüse gleich betroffen. Es gibt Areale, die sind mehr betroffen, andere weniger. Und entsteht ein ganz typisches Bild der Schilddrüse. Es ist oft nicht mehr so gleichmäßig wie eine ganz gesunde. Und erste Hinweise liefert oft dieses Ultraschallbild. Diese Veränderungen im Ultraschall kommen oft sogar vorher, bevor noch vom Labor her grob was auffällig ist. Macht Sinn, noch zusätzlich Vitamine, Spurenelemente auszutesten bei so einer Autoimmunerkrankung? Insofern ja, als dass es sich um eine Autoimmunerkrankung handelt und man weiß, dass Vitamine, Spurenelemente einen wesentlichen Einfluss haben auf das Immunsystem. Und zum Beispiel bei nachgewiesenem Mangel und bei Ausgleich kann man das Immunsystem dadurch stärken. Zusätzlich natürlich auch ausreichende körperliche Bewegung, gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf. Also diese Dinge, die man hört und auch machen sollte, um das eigene Immunsystem zu stärken. Das Wichtigste ist natürlich, dass man das fehlende Hormon entsprechend ausgleicht und es gibt nachgebaute Schilddrüsenhormon. Das kann man einnehmen in Tablettenform, sodass man wieder normale Werte erreicht und sich auch unter der Therapie, unter dem Ersatz doch in der Regel wohler fühlt.
Manche Patienten fühlen sich auch trotz diesem Ersatz nicht wohl und haben das Gefühl, auch wenn die Laborwerte in Ordnung sind, dieses Hormon regelmäßig eingenommen ist, wird es ihnen trotzdem nicht viel besser geht. Und da sollte man denken, es gibt andere Formen von Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel die Zöliakie, wo man einen Mangel an Vitaminen, Spurenelementen einfach durch eine Aufnahmestörung zum Beispiel haben könnte. Und das müsste man dann entsprechend abklären und kann oder sollte man auch ausgleichen. Vielleicht zusätzlich bei einer Autoimmunerkrankung, weil da auch immer wieder die Frage ist, Jod ist ja quasi das wichtigste Spurenelement für die Schilddrüse, ist es sinnvoll, Jod bei einer Hashimoto-Thyreoiditis zu meiden oder soll man da extra Jod zuführen? So ist die Empfehlung, man sollte es nicht jetzt extra zuführen, aber auch nicht total meiden. Also Jod in Übermaßen ist bei so Formen der Autoimmunerkrankung wahrscheinlich nicht sinnvoll. Besonders meiden muss man es natürlich bei einer Überfunktion. Bei der Hashimoto-Thyreoiditis, da gibt es unterschiedliche Verläufe und unterschiedliche Stadien. Am Anfang kommt es durch einen, je nach Aktivitätsgrad, doch zu einem Zellzerfall. Und die Schilddrüse, muss man sich so vorstellen, besteht aus vielen Zellen, die ihr Hormon produzieren. Und man nennt sie auch eine Stapeldrüse. Das ist Hormon, das sie produziert haben. Das horten sie wie in einer Speisekammer. Und wenn das Organ jetzt angegriffen werden, die Zellen absterben, dann geht quasi dieser Speisekammer an Hormon aus und normalerweise unterliegt sie einem Regelmechanismus. Sie gibt ihr Schilddrüsenhormon so ab, wie es eben vom Körper gefordert wird. In diesem Fall fällt es weg, die Speicher gehen auf und Schilddrüsenhormon gelangt völlig unkontrolliert in den Körper. Und da gibt es eben Phasen, wo einfach zu viel Hormon da ist durch diesen Zellzerfall. In der Regel beruhigt es sich dann, es ist keine Therapie nötig, also man kann nur symptomatisch behandeln, zum Beispiel, wenn man durch dieses zu viel an Hormon verstärkt schwitzt oder Herzklopfen hat oder nervös, unruhig ist, schlecht schläft, dann kann man entsprechend dagegen was unternehmen. In der Regel beruhigt sich aber diese Phase und letztendlich werden die Werte wieder normal und meistens dann kommt man irgendwann in diese Phase, in diese chronische Phase, wo zu viele Zellen zugrunde gegangen sind und man eine Unterfunktion, also zu wenig Hormon, dann kommt. Also eine Schilddrüsenunterfunktion kann man heutzutage gut ersetzen. Es gibt eben dieses nachgebaute Schilddrüsenhormon und man kann das mit Blut entsprechend überprüfen und die richtige Einstellung mit dem Patienten gemeinsam dann auch definieren. Dieser TSH-Wert hat ja eine große Breite von 0,25 bis 4 ungefähr, je nach Labor, sind die Werte normal oder als normal anzusehen. Aber wo der eigene Wohlfühlbereich ist, muss man natürlich dann entsprechend austesten und mitkontrollieren und man kann das eigentlich recht gut einstellen. Es gibt aber Phasen im Laufe des Lebens, und das betrifft ja häufig Frauen, wo Schilddrüsenhormon besonders wichtig ist. Das ist Schwangerschaft, Stillzeit oder schon vor einer Schwangerschaft bei Kinderwunsch. Da wird man den Bereich viel enger setzen, häufiger kontrollieren und auch strenger einstellen, weil man weiß, die Schilddrüsenhormone haben auch einen Einfluss auf wie schnell man schwanger wird und dann auch während der Schwangerschaft hat man einen Mehrbedarf. Eine gesunde Schilddrüse schafft diesen Mehrbedarf problemlos, eine nicht ganz gesunde wahrscheinlich nicht. Und da muss man halt entsprechend über diese Zeit mehr mithelfen und großzügig Schilddrüsenhormone dazugeben und erhöhen. Unter natürlichen Schilddrüsenhormonen versteht man den getrockneten Schilddrüsenextrakt aus Tieren. Meistens ist es aus Schweinen und aus Rindern hergestellt. Diese natürlichen Schilddrüsenextrakte waren anfänglich ursprünglich in der Medizin sehr wichtig, in den Anfangsstadien, wo man versucht hat, Schilddrüsenhormon zu ersetzen und man noch nicht so viele Möglichkeiten gehabt hat. Damals war das sehr wichtig. Die Problematik dabei ist aber, dass tatsächlich das Hormon, also das ist ja das D3 und das D4, gleich beim Tier und beim Menschen, aber die Konstellation von dem D4, das ist ein Depothormon, ein langsam wirksames Hormon, und das D3, das ist das tatsächlich wirksame und stoffwechselmäßig wirksamere als das D3, die Konstellation zwischen Mensch und Tier eine ganz unterschiedliche ist. Das heißt, bei diesen getrockneten Schilddrüsenextrakten von Tieren ist der D3-Anteil ein wesentlich höher
teurer und wahrscheinlich physiologisch dann für einen Menschen nicht ganz so optimal wie das synthetisch hergestellte Hormon, was man versucht hat, genau dem Körper eigenen anzupassen, nachzubauen. Man kann das dann sozusagen genau verabreichen, dosieren, was bei diesem getrockneten Schilddrüsenextrakt wahrscheinlich wegfällt. Es wird auch diskutiert, dass da tierische Eiweiße mit dabei sind, die vielleicht das eine oder andere Mal doch wie ein Allergen wirken kann, also dass man tatsächlich vielleicht nicht so verträgt. Und seitdem es dieses nachgebaute Hormon gibt, ist die Empfehlung, das einzusetzen, zu verwenden und nach Möglichkeit eben das Depothormon, weil es den Vorteil hat, dass man das quasi dem Körper gibt, das kursiert wie ein Bol und jede einzelne Zelle, und Schilddrüsenhormon benötigt tatsächlich jede einzelne Zelle des Körpers, und das kann sich jede Zelle so hernehmen und umwandeln in das Aktive, wie es einfach benötigt wird. Und das ist nicht unwesentlich und wichtig, und manche Patienten, die bei diesem Depothormon sich nicht wohlfühlen, kann man schauen, es gibt auch ein Kombinationspräparat, wo dieser T3-Anteil, also der wirksame, dabei ist. Das ist aber nur bei bestimmten Situationen angebracht und etwas physiologischer, wie zum Beispiel dann bei diesen tierischen Extrakten. Also die allgemeine Empfehlung ist noch immer, oder dieses synthetische Hormon einzusetzen, weil es einfach dem menschlichen Körper mehr nachgebaut ist wie das tierische. Das Hormon DHEA wird als eigentlich die Wunderpille angesehen und als Anti-Aging-Pille und ist sehr en vogue aktuell, und so ähnlich wie das Melatonin vor Jahren hätte man natürlich gerne etwas, was man anbieten kann und in vielen Dingen tatsächlich hilft. DHEA ist ein Hormon, ein Vorläuferhormon, das die Nebennierenrinde produziert und wird gebraucht dann für vor allem Sexualhormone, Testosteron, Östrogen. Es wird ihm nachgesagt, dass es einen Einfluss hat, also positiv sich auswirkt auf zum Beispiel Stimmung, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Gewichtszunahme, ähnlich wie ja die Beschwerden bei einer Schilddrüsenfunktionsstörung sind. Und es wird ihm auch eine immunmodulatorische Wirkung nachgesagt, was ja vielleicht dann sich positiv auswirkt auf die eine oder andere Autoimmunerkrankung. Tatsächlich im Zusammenhang mit der Schilddrüse und Hashimoto gibt es noch nicht so viele Studien, und die Datenlage ist nicht ausreichend belegt, dass es wirklich Sinn macht, das entsprechend zu ersetzen.